ihr Lieben, heute ist der zweite Advent und die Weihnachtszeit ist schon im vollen Gange und ich habe heute noch 5 All-Time-Favorite Buchgeschenke für euch. Also 5 Bücher, die ich immer wieder verschenken würde, weil sie einfach so toll sind und so gut sind. Und ja, ich habe versucht, wirklich aus jedem Genre und jeder Kategorie irgendwas rauszusuchen. Und darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich rausgesucht habe, ist dieses hier, Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ihr werdet sagen, ja nee, ist klar, kennt ja sowieso eigentlich schon fast jeder. Aber ihr werdet überrascht, wie viele Leute dieses Buch nicht kennen. Also ich habe allein in meinem Arbeitsumfeld bestimmt 20 Frauen und Männer, die dieses Buch nicht kennen, die mit Jane Austen im Allgemeinen nicht viel anfangen können. Und ja, also wie gesagt, war ich auch sehr, sehr überrascht und erstaunt drüber. Und ich finde, es ist einfach der Klassiker für mich schlechthin. Und ich würde jetzt nicht zwingend diese Ausgabe verschenken. Das ist ja diese Filmausgabe. Aber ich finde, Stolz und Vorurteil ist ein Klassiker, den man auf jeden Fall gelesen haben sollte. Und es ist ein wunderschönes Buch mit einer wunderschönen Geschichte. Sie ist wunderschön geschrieben und ja, ist definitiv hier, was Klassiker betrifft, mein All-Time-Favorite. Das ist aus der Rubrik Klassiker quasi das Buch, was ich immer wieder verschenken würde, wenn ich von der Person weiß, sie hat es noch nicht gelesen und wird aber gern mal ein Klassiker lesen, würde ich immer wieder zu Stolz und Vorurteil von Jane Austen greifen. Wie gesagt, jetzt nicht in der Filmausgabe, aber ich habe jetzt nur mal die Filmausgabe, es ist jetzt halt so und ja, I love it, I like it und ich finde, man muss dieses Buch echt gelesen haben. Das zweite Buch, was ich immer wieder verschenken würde aus der Kategorie Drama, ist Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Auch wenn es hier quasi um eine Teenager-Geschichte geht, finde ich, dass man auch als Erwachsener dieses Buch wirklich sehr, sehr gut lesen kann. Denn es geht ja hier in diesem Buch nicht nur um eine einfache Liebesgeschichte, sondern es geht um eine Geschichte, wie das Schicksal das Leben von Menschen beeinflussen kann, wie das Schicksal das Leben von Menschen durchkreuzen kann und ja, dass es am Ende alles ganz, ganz anders kommt, als man es vielleicht für sich selbst, als man es vielleicht selbst erwartet hat und gedacht hat. Und ja, ich finde, dieses Buch ist wunderschön. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Diese Story hat einfach wahnsinnig tolle Charaktere. Ich liebe Hazel und ich liebe Augustus und ich finde auch die Nebencharaktere in diesem Buch wahnsinnig toll. Ich finde, John Green hat hier eine richtig, richtig gute, tolle Geschichte geschrieben und die hat mein Herz berührt und ich habe geweint in der Geschichte, ich habe gelacht in der Geschichte und dieses Buch war einfach rundum perfekt für mich und deswegen würde ich es auch immer wieder verschenken, wenn ich wüsste, dass derjenige, welche solche Bücher gerne liest und dass er das Buch noch nicht gelesen hat, denn dieses Buch ist für mich definitiv ein All-Time-Favorite. Ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr viele Jugendbücher auch lese und ich habe mich hier jetzt mal für einen Jugendthriller entschieden und zwar Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout. Ihr wisst, ich feiere diese Frau total. Ich habe dieses Buch ja jetzt erst vor ein paar Monaten gelesen und ich finde es immer noch unheimlich gut. Und ich würde jedem, der gerne Jugendbücher liest und der auch gerne ab und an mal einen Thriller liest, dem würde ich dieses Buch hier nahelegen und auch schenken. Denn es ist eine richtig, richtig tolle Geschichte. Und man kommt wirklich bis zum Ende nicht drauf, was jetzt eigentlich genau da dahinter steckt. Also ging es mir auf jeden Fall. Und ich liebe die Charaktere in der Geschichte. Ich liebe Jennifer Armentrout ihren Schreibstil, das wisst ihr ja sowieso. Und sie hat hier es auch noch geschafft, in dieser Geschichte eine richtig gute Liebesgeschichte zu verpacken. Und ja. Ich liebe dieses Buch und ich würde jedem, der gerne mal einen Thriller lesen wollen würde und da vielleicht auch in die Richtung noch nichts gelesen hat, um ihn da ein bisschen an das Thema ranzuführen, würde ich ihm auf jeden Fall dieses Buch hier schenken, denn wie gesagt, es ist, wenn man noch nie einen Thriller gelesen hat, so als erstes Buch in die Richtung sehr, sehr geeignet, da es jetzt hier keine Geschichte ist, die sehr brutal ist oder so. Also ich finde, wie gesagt, wenn man in die Richtung noch nichts gelesen hat, ist das hier ein ideales Buch für den idealen Einstieg. Und ja, ich liebe es und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr auch mal was in die Richtung lesen wollt oder verschenken wollt, dann Dreh dich nicht um von Jennifer Armentrout. I like it, I love it. Und ja, ich werde es definitiv irgendwann nochmal lesen. Also Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, 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 wie toll dieses Buch ist. Das vierte Buch habe ich mal aus der Kategorie Liebesgeschichten ausgesucht und das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, mich dafür ein Buch zu entscheiden und ich habe mich aber entschieden für mein absolutes Lieblingsbuch von Samantha Young, Jamaica Lane. Das ist der dritte Teil der Dublin Street Reihe
Und ich liebe die Geschichte von Olivia und Nate. Und ich würde jedem, der nach einer guten Liebesgeschichte sucht, dieses Buch schenken, denn es ist so toll. Es ist, wie gesagt, zwar der dritte Teil der On Dublin Street-Reihe, aber man muss die ersten beiden Teile jetzt nicht zwingend gelesen haben, um halt mit der Geschichte hier zurechtzukommen. Es hat natürlich seine Vorteile, wenn man die ganzen Nebencharaktere dann schon kennt, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Und ja, dieses Buch ist der liebste Teil der Reihe für mich. Ich finde die Geschichte so wahnsinnig gut, weil es wirklich eine Liebesgeschichte ist, wie sie im alltäglichen Leben jedem von uns passieren könnte. Und ja, ich, wie gesagt, liebe die Charaktere, ich liebe Liv, ich liebe Nate und ich liebe den Schreibstil von Samantha Young, das wisst ihr ja auch. Ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz tolle, bodenständige Liebesgeschichte und ja, wie gesagt, dadurch, dass sie wirklich so passieren könnte oder wahrscheinlich auch passiert ist schon ganz oft auf der Welt, finde ich sie einfach nur toll und ja, ich liebe dieses Buch und würde es daher immer wieder verschenken, wenn jemand auf der Suche ist nach einer guten Liebesgeschichte. Das letzte Buch fällt unter die Kategorie undefinierbar, aber es ist ein Einzelband und ich liebe dieses Buch und es hat auch alles, was eine wahnsinnig gute Geschichte haben muss. Und deswegen würde ich jedem, der dieses Buch noch nicht gelesen hat, dieses Buch auch schenken. Und zwar Jonah von Laura Newman. Es ist eine so wahnsinnig tolle Geschichte. Wie gesagt, vom Genre her ist es undefinierbar, finde ich. Man kann schon sagen, so ein bisschen Thriller, Drama, Jugendbuch, Fantasy, ja, undefinierbar, sag ich ja. Also, es ist eine wahnsinnig gute Geschichte und es hat von jedem Genre etwas. Wer nach einem Buch sucht, was man verschenken kann, was eine tolle Story hat, was tolle Charaktere hat, was einen wahnsinnig guten Plot hat, was definitiv eine Geschichte ist, die nachwirkt und die einem so schnell nicht wieder aus dem Kopf geht, dann ist Jonah hier das ideale Buch zum Verschenken. Und ich würde jedem, der nach einem guten Buch sucht, mit einer etwas besonderen Geschichte, mit tollen Charakteren, dem würde ich Jonah immer wieder empfehlen. Und dieses Buch würde ich dann auch immer wieder verschenken, denn es ist einfach ein Buch, was egal, also was von jedem auch gelesen werden kann. Egal wie alt man ist, egal ob männlich oder weiblich, egal ob man 15 ist oder 20 oder 40. Ich finde, diese Geschichte kann jeder lesen und es ist für jeden was. Und deswegen ist dieses Buch definitiv ein All-Time-Favorite, wenn es darum geht, ein Buchgeschenk zu machen. Und ja, ich würde hier Jonah immer wieder verschenken. Und ich finde dieses Mini-Hardcover auch immer noch so richtig toll. Oh, I love it. Und ja, dieses Buch hat mich ja... dieses Buch ist ja letztes Jahr im Dezember erschienen und wer damals mein Lesetagebuch gesehen hat, weiß ja, wie dieses Buch mich zerstört hat. Ich habe Rotz und Wasser geheult, wirklich. Ich habe am Ende Rotz und Wasser geheult. Ich war fertig mit den Nerven, ich war fertig mit der Welt. Dieses Buch hat mich zerstört quasi und ja, es ist einfach, wie gesagt, eine wahnsinnig tolle Geschichte und ich liebe sie immer noch unheimlich gern und würde hier immer wieder empfehlen, falls ihr nach einem guten Buchgeschenk sucht für egal wen, egal wie alt, egal was dieserjenige liest, Jonah ist das Buch, was man immer verschenken kann, egal um was es geht. Jonah ist hier definitiv meine Nummer 1 und mein All-Time-Favorite, wenn es darum geht, Bücher zu verschenken. Das waren 5 Bücher, die ich immer so verschenken würde, wenn jetzt jemand nach einem guten Buch suchen würde in der jeweiligen Kategorie. Ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal, weil Weihnachten kurz vor der Tür steht, ihr vielleicht noch ein bisschen Inspiration braucht. Wenn ihr noch weitere 5 Bücher sehen wollt zu diesem Thema, dann schaut mal bei dem Blog von der Annika vorbei. Sie hat heute auch dazu einen Blogbeitrag online gestellt und stellt auch nochmal 5 Bücher zu dieser Kategorie, zu diesem Thema vor. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle, wie immer, fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.